Ganz spannender Moment, weil jetzt zum ersten Mal, verbessern Sie mich, Herr Gauss, aber jetzt zum ersten Mal der Heilbronn Online-Shop auch gezeigt wird, richtig? Richtig, ja. Also, Herr Gauss. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Jans. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Thomas Gauss. Ich bin heute eingeladen in meiner Funktion als Vorsitzender der Stadtinitiative Heilbronn. Die Stadtinitiative Heilbronn ist die Vereinigung der Händler, Dienstleister, Immobilieneigentümer und Gastronomen in Heilbronn. Das heißt, das, was man eigentlich klassisch als Handels- und Gewerbeverein bisher kannte. Wir haben das ein kleines bisschen anders organisiert und aufgebaut, sind, glaube ich, ganz gut vernetzt und sehr breit aufgestellt in Bezug auf die in Frage kommenden Mitglieder und die tatsächliche Mitgliederbeteiligung. Dazu werde ich nachher noch kurz was sagen. Ich selber betreibe in Heilbronn die hiesigen Intersport-Fachgeschäfte und da gibt es jetzt eine ganz lustige Schnittstelle, weil mit dem Herrn Frieling haben Sie jetzt einen Quereinsteiger kennengelernt. Jetzt bin ich tatsächlich der altmodische, traditionelle Einzelhändler in der vierten Generation. Die Firma wurde 1898 gegründet in der Kirchbrunnenstraße in Heilbronn. Man hat sich dann entschieden, in die Kaiserstraße als damals beste Einkaufsstraße in Heilbronn umzuziehen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, eine komplett zerbombte Stadt in Heilbronn, mit dem Problem der Warenversorgung, hat mein Großvater damals dieses Problem versucht zu lösen. Da stand also der Handel auch schon vor Probleme, ganz anders gewichtet, als sie heute aussehen. Und er hatte die Idee zu sagen, wir müssen uns zusammentun. Das ist so etwas Ähnliches, wie auch hier so als Gedanke mit Atalanta im Raum schwebt, aber auf eine andere Art und Weise, weil da gab es das Problem, in der englischen Besatzungszone gab es Fußbälle, in der französischen gab es die passenden Fußballschuhe, aber jeweils in der anderen das entsprechend andere nicht. Wie bekomme ich also die Ware, um alles verkaufen zu können? Und hier gab es die Idee, wir tun uns zusammen und daraus ist 1956 die Intersport entstanden. Das ist heute der Weltmarktführer im Sportbereich, der größte Anbieter von Sportartikeln. Das sind alles selbstständige Einzelhändler. Hier sitzen einige Kollegen aus Öhringen auch mit drin, die ihre Geschäfte selbst führen, aber die über den Intersportverbund eben gemeinsam aufgestellt sind. Ich habe mich vor 7 Jahren bereit erklärt, in der Standinitiative Heilbronn mitzuwirken, zunächst im Vorstand als stellvertretender Vorsitzender, nach kurzer Zeit dann als Vorsitzender. Wir sind heute in einer sehr komfortablen Konstellation aufgrund unserer Mitgliedszahlen. Wir haben ein Gutscheinsystem in Heilbronn eingeführt, das zwischenzeitlich 1 Million Jahresumsatz macht. Die Mitgliederentwicklung, Sie sehen es, 2000 mit 88 auf heute 199. Ich kann sagen, es sind in der Zwischenzeit 200, weil es sind auch dieses Jahr welche dazugekommen. Es gehen aber natürlich auch mal wieder welche weg. Das passiert gerade im Einzelhandel momentan natürlich etwas häufiger. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema sehr intensiv. Der Ansatz war, wie können wir uns zukünftig positionieren, wie können wir uns präsentieren als attraktive Einkaufsstadt und den Kunden entsprechend, die eben auch gerne sich im Netz umschauen, die Argumente in die Hand geben. Man hat damals gesagt, wir brauchen ein Portal. Ein Portal für die ganze Stadt, das heißt meinheilbronn.de. Das ist 2013 gestartet und beinhaltet eigentlich alle Informationen, die man zu dieser Stadt haben möchte und haben kann. Sie sehen alle Freizeitaktivitäten, Sie können sich über den Handel informieren, Sie können sich über die Gastronomie informieren, über Veranstaltungen informieren. Sie finden beinahe jeden Händler in Heilbronn mit einer entsprechenden Seite, auf der er zu sehen ist. Und wir bewerben auch beispielsweise Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit der HMG dann ins Marketing nehmen, wie jetzt beispielsweise die Kirchenwahl. Das war unser Ausgangsziel. Definiert war von vornherein, das kann nur der erste Schritt sein. Der zweite Schritt muss sein, wir müssen mit der ganzen Geschichte eigentlich logischerweise auch unsere Produkte online anbieten können, online verkaufen können. Das waren ursprünglich die Präsentationsseiten auf Mein Heilbronn, die gibt es nach wie vor. Die Ausgangslage für den Mein Heilbronn-Shop, den wir dann geplant hatten, waren einmal, dass die Umsätze im Handel rückläufig sind, dass der Online-Handel wächst. Der Großteil der Kunden informiert sich online, dieser Robo-Effekt, will aber nach wie vor stationär kaufen. Bei allem Hype um Online-Anbieter, um Online-Shops, um Amazon und wie sie alle heißen, der Einzelhandel macht immer noch den Löwenanteil des Umsatzes. Das heißt, es wird mehr stationär gekauft, als online gekauft wird. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage. Auch dahingehend, dass man sich im Klaren darüber sein muss, dass es einfach auch Produkte gibt, die will ich nicht online kaufen. Aber, und das ist eben der entsprechende Effekt,
Die Kunden wollen heute wissen, ob es diese Produkte dann überhaupt im Handel gibt, ob die stationär verfügbar sind. Das heißt, ich gehe erstmal ins Netz, Research online, aber mit der Intention, im stationären Handel zu kaufen, Purchase offline. Das ist dieser Robo-Effekt, von dem wir vorher gesprochen haben. Wer online nicht präsent ist, der existiert zukünftig nicht mehr. Das war eine sehr provokante Aussage, die wir auch gegenüber unseren Mitgliedern getroffen haben. Weil wir gesagt haben, wer hier nicht dabei ist in der Zukunft, der existiert nicht mehr für die Kunden. Die Oma, die noch wie von selbstverständlich in ihren Lebensmittelladen geht, die zu ihrem Stammschuhhändler geht, die hat ein anderes Einkaufsverhalten. Das sind Generationen, die werden älter und die nachrückenden Generationen haben ein anderes Einkaufsverhalten. Ich kann das nur an einem Beispiel festmachen. Ich selber habe ein Einkaufsverhalten. Ich bin jetzt kein Smart-Shopper, aber zumindest auch online affin, auch bei meinem eigenen Einkaufsverhalten. Ich habe in einem Bereich mein Einkaufsverhalten komplett geändert. Ich bin früher sehr gerne in den Plattenladen rein. Dann hat man sich den Kopfhörer aufgesetzt, hat die Platte draufgelegt, die hat man abgespielt, später waren es CDs, hat sich das angehört, entschieden, kaufe ich mir den Tonträger. Ich kaufe heute überhaupt keine Tonträger mehr. Ich lade meine Musik, und zwar so, wie ich sie haben möchte, über iTunes runter. Vorteil von dem Produkt, ich kann es mir online anhören, kann die Kaufentscheidung treffen und ohne, dass irgendwo ein LKW über die Straße fahren muss mit meinen CD-Rohlingen, kann ich es mir runterladen und habe es auf meinem iPod und habe die Compilation, die Sound-Compilation, die ich gerne haben möchte. Das funktioniert aber nicht bei allen Produkten, es funktioniert sogar bei sehr wenigen Produkten. Das heißt, der Einzelhandel hat nach wie vor eine große Zukunft, wenn er sich richtig positioniert. Und hier muss eine Lösung her, die auch die Wettbewerbsvorteile des stationären Einzelhandels gegenüber dem reinen Onlinehandel hervorhebt und den stationären Handel langfristig stärkt. Die Zielsetzung war, das Beste auf Offline und Online zu generieren. Wir haben immer zu Beginn die Grunddenke gehabt, dass wir als Einzelhändler wie das Kaninchen vor der Schlange gesessen sind. Oh Gott, die großen Online-Händler und die machen uns alle platt und kosten uns Geschäft und die Umsätze werden dahin transferiert. Statt dass wir uns mal auf unsere Stärken besonnen haben und uns selbst überlegt haben, was können wir eigentlich, was der Onlinehandel überhaupt nicht kann. Ein wesentlicher Ansatz dafür, und das ist das Thema, was Herr Heimbold vorher auch gesagt hat, das sind auch gewisse Sympathiewerte. Amazon ist ein großer Konzern, der in Irland versteuert, aber hier seine Umsätze macht. Das heißt, rein unter regionalen Wirtschaftsaspekten eigentlich sehr kritisch zu betrachten. Dazu kommt, dass den Herrn Bezos die wenigsten kennen, dem die ganze Organisation, der ganzen Organisation vorsteht. Und seine Sympathiewerte sind im Hinblick auf das, was immer wieder diskutiert wird, Niedriglöhne, Mitarbeiter dürfen nicht sitzen im Lager, die werden getriezt und gepiesackt und an Weihnachten und überhaupt. Das ist nicht unbedingt sehr, sehr positiv und sehr sympathisch. Was können wir dagegen tun? Wir stehen als Einzelhändler mit unseren Gesichtern, mit dem Vertrauen, das wir uns erarbeiten und in einem regionalen Wirtschaftskreislauf in einer ganz anderen Position. Das zweite Argument ist, was wir uns gesagt haben, wir können viel schneller sein. Unsere Produkte sind doch da, die sind vor Ort. Wir können die doch viel schneller als jeder Amazon selbst mit Prime oder Zalando oder wer auch immer zu Ihnen nach Hause bringen. Das heißt, unser Ansatz war über den Aspekt Same-Day-Delivery, wie bringen wir, und das auch wirklich wieder mit einer regionalen Verbindung, nämlich in dem Fall mit unserem Partner Regionail, die Produkte zu Ihnen als Kunden nach Hause. Und das geht am gleichen Tag, das ist logistisch machbar. Das heißt, ich biete sogar dem Kunden den Vorteil zu sagen, du musst nicht noch einen Tag drauf warten, du hast es am gleichen Abend noch zu Hause. Reklamationsfall, dritter Punkt. Immer die große Krise des Onlinehandels. Wenn mal was nicht funktioniert, ich muss es zurückgeben. Zurückgeben ist aber gar nicht so einfach. Entweder bringe ich es auf eine Packstation oder ich muss da sein, wenn es der Logistiker abholt. Das heißt, es gibt sehr viele Aspekte, die eine Rückabwicklung im Reklamationsfall oder im Umtauschfall nicht unbedingt einfacher machen. Und per Gesetz ist es zwischenzeitlich den Online-Anbietern auch erlaubt, dass sie die Rücksendung nicht mehr kostenlos machen müssen. Und stellen sich darauf ein, sobald die Zalandos dieser Welt merken, dass sie nicht als Subventionsbetriebe auf Dauer weiterarbeiten können, die verdienen nämlich bis heute kein Geld, das ist ein Fakt, der ist unumstößlich,
dann müssen die irgendwann mal auch versuchen, wie sie ihre Kosten decken. Und wenn 70% der Ware zurückkommt, die ich verkaufe, das ist ungefähr die Quote, die da schon existiert hat, dann weiß ich, dass nach der Zalando-Party, die da stattfindet, dann eben ziemlich viel Ware wieder zurückkommt. Die muss wieder ordentlich verpackt, vorbereitet werden, aufbereitet werden. Das sind lauter Aspekte, die wir natürlich ganz anders handhaben können. Also diese Stärken für uns zu nutzen und diese Stärken ins Schaufenster zu stellen, das war letztlich unsere Intention. Wie führt man Einzelhändler an das Medium Internet ran? Vor allem, wenn man weiß, dass es manche gibt, die nicht mal ein Warenwirtschaftssystem haben oder, was wir auch schon erlebt haben, nicht mal eine E-Mail-Adresse. Da wird es natürlich schwierig. Aber hier gibt es ein Argument und das stelle ich wieder vorne an, wer nicht dabei ist, der existiert zukünftig für die Kunden nicht mehr. Und das muss der Ansatz sein, wo man sich auch im Klaren drüber sein muss als Händler, dass es dafür eigentlich langfristig gar keine Alternative gibt. Ich muss im Online-Bereich zu sehen sein, ich muss da mitspielen. Wir haben uns entschieden, nachdem wir zuerst mit einer regionalen Agentur einen eigenen Online-Shop machen wollten, aufgrund der Erfahrungen in Wuppertal und aufgrund der Gespräche mit dem Herrn Heimbold und auch mit dem Herrn Haderlein, der in Wuppertal ein ganz entscheidender Faktor war. Er ist ein Wirtschaftspublizist aus Frankfurt, der dieses Projekt federführend mit der Wirtschaftsförderung in die Hand genommen hat in Wuppertal. Wir waren danach überzeugt, Atalanta ist für uns der richtige Partner. Das ist heute keine Atalanta-Werbeveranstaltung, aber es ist momentan der einzige Anbieter, der uns die Möglichkeit gibt, das, was ich gerade als Voraussetzungen definiert habe, anzubieten. Das ist wirklich die Premiere. Sie sehen zum ersten Mal einen Screenshot und wir gehen nachher auch, sofern mein Hyperlink funktioniert, kurz mal live auf die Seite, die noch nicht offiziell offen ist, sondern wir haben die momentan jetzt als Soft-Opening im Gebrauch untereinander, um Fehler zu finden. Es müssen noch Produkte eingepflegt werden, aber so sieht das jetzt im Moment mal aus. Das heißt, man hat, wie auch in Wuppertal gesehen, die Händler mit der entsprechenden Anzahl von Produkten. Ich kann auf die Seite gehen. Und wir wollten natürlich in Heilbronn versuchen, aus den Fehlern in anderen Städten auch zu lernen. Ein Fehler war, das hat uns auch der Heimbold klar beschrieben, zu wenig Produkte pro Händler auf der Seite zu finden. Das macht nicht unbedingt attraktiv. Ich habe mir damals den Kottingen Sportkollegen angeschaut, war völlig konsterniert. Der hatte, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, nicht mal 40 Produkte auf der Seite. Jetzt weiß man, dass im Sportfachhandel wirklich eine große Anzahl von Produkten in einem Sortiment zu finden ist, von klein bis groß. Und das hat mich dann doch erstaunt, warum der mit so wenig Produkten drauf war. Wir wollten also unseren Mitgliedern auch eine klare Vorgabe machen. Sie müssen, abhängig von der Geschäftsgröße, mit einer bestimmten Mindestanzahl von Produkten im Netz sein. Das sind für kleine Händler 100 Produkte. Und entsprechend mehr Produkte für die jeweils größeren. Wir klassifizieren das nach Umsatzgröße, damit auch wirklich eine echte Aussage da ist. Sie sehen jetzt ein Beispiel, das ist die Firma Schuhkaufmann. Sie sehen die Inhaberfamilie, das ist der Aspekt Vertrauen, Sympathie. Da stehen Personen dahinter, die in einem regionalen Wirtschaftskreislauf hier beteiligt sind. Die sorgen dafür, dass Audi die Autos produziert, auch verkaufen kann. Und andersrum die Audi-Mitarbeiter eben auch ihre Schuhe in Heilbronn kaufen sollten, weil sie jetzt die Möglichkeit haben, das eben genauso online zu tun und sie bekommen sie noch am gleichen Tag nach Hause. Wenn man ins Produkt geht, sehen Sie auf dieser Seite, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, das sofort in den Warenkorb zu legen bei entsprechender Größenverfügbarkeit und dann steht da unten, lieferbar heute zwischen 18 und 21 Uhr, wenn Sie bestellen in den nächsten 6 Stunden und 41 Minuten. Das ist der Countdown, der jeden Morgen beginnt und dann entsprechend um 16.30 Uhr endet. Eigentlich kein Unterschied zu irgendeinem anderen Anbieter. Die Preise sind wettbewerbsfähig, die Lieferung am gleichen Tag, die Ware verfügbar vor Ort. Wenn was nicht passt, gehe ich am nächsten Tag ins Geschäft, kann es umtauschen. Ich muss es nicht auf eine Packstation bringen, ich muss es nicht abholen lassen. Ich kann das aber auch tun. Wir wollen den Kunden alle Möglichkeiten geben, die es gibt, aber eben mehr Möglichkeiten geben, als der klassische Onlinehandel bisher alleine anbietet. Hier sehen Sie dann am Kaufabschluss, jetzt wäre da unten noch das Thema zur Kasse und dann ist der Schuh innerhalb der nächsten Stunden bis spätestens 21 Uhr von einem freundlichen Versender zugestellt bei Ihnen zu Hause.
Die Leistungen, die wir den Mitgliedern entsprechend anbieten, ist, dass sie einen eigenen Online-Shop haben und damit präsent sind, was bisher nicht der Fall ist. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, da zeige ich Ihnen gleich was dazu. Wir haben bedingt durch unsere Organisationsstruktur bei der Stadtinitiative in Heilbronn eine Besonderheit, wir haben Geld. Das ist nicht immer so. Das hören wir auch von vielen anderen Handels- und Gewerbevereinen, dass es genau daran scheitert, nämlich das Geld zu haben, Marketing zu machen und das Ding auch wirklich anzuschieben. Über Wuppertal haben wir oft gehört, die sind zwar in den Medien präsent und überregional sehr bekannt, aber wir haben dann mal einen Besuch in Wuppertal gemacht. Bei den Wuppertalern hat es sich noch nicht so durchgesetzt. Das wollten wir natürlich vermeiden. Das heißt, wir müssen das ja auch in irgendeiner Form marketingmäßig transportieren. Es gibt also ein komplettes, bereits fertig geschnürtes Marketingpaket. Ich kann beliebig viele Produkte einstellen. Ich habe eine durchgängige und ständige Betreuung. Die Frau Schumacher von der Stadtinitiative macht in Vollzeit nichts anderes, als sich um den Online-Shop, um das Portal zu kümmern. Das heißt, wir haben eine Kümmerin, wie auch in Wuppertal. Nur, dass die nicht bei der Wirtschaftsförderung arbeitet, sondern direkt bei den Händlern angestellt ist. Das heißt, bei der Vereinigung der Händler bei der Stadtinitiative. Kostenlose Schulungen, Workshops, das gehört alles dazu. Wir haben unseren Mitgliedern auch erstmal beigebracht, vielen, nicht allen, wie man Ware richtig fotografiert. Die Entscheidung, in so einem Online-Shop mitzumachen, das ist die Entscheidung, eine neue Filiale zu gründen. Nichts anderes. Das ist wie wenn ich sage, da drüben gibt es ein Stück grüne Wiese, da baue ich ein Haus drauf, mache einen Laden auf. Vom Aufwand nicht viel anders. Es ist tatsächlich die Entscheidung, eine neue Filiale zu gründen. Aber dieser Aufwand lohnt sich. Ich habe selber mit meinem Haus einen Online-Shop im November eröffnet. Deswegen habe ich es ein kleines bisschen leichter. Wir haben den Tastendruck vom Herrn Heimbold. Wir haben rund 5000 Artikel jetzt auf der Seite. Und die werden ohne Probleme jetzt auch in das Atalanta-Portal, in den Mein Heilbronn-Shop einfließen. Und so gibt es jetzt eben ein ständig wachsendes Potenzial an teilnehmenden Mitgliedern. Und dazu gehört natürlich dann auch, wie gesagt, das entsprechend zu vermarkten. Witzigerweise hat sich irgendwann bei mir, als wir das publiziert haben und es dann auch in der Heilbronner Stimme kommuniziert wurde, ein Redakteur der FAZ gemeldet. Das ist jetzt nicht unbedingt die Zeitung, die ständig über Heilbronn berichtet. Und einen Tag später ein Redakteur der Welt. Die haben beide einen Bericht gemacht über das Konzept Mein Heilbronn-Shop. Heilbronn digitalisiert sich im Handel und geht ins Netz. Die Frage, die sie bei mir gestellt hat, Welt und FAZ, okay, war nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte, wer da als erstes gleich darauf aufmerksam wird. Offensichtlich beschäftigt das, offensichtlich scheint die Idee nicht so schlecht zu sein. In der Zwischenzeit haben wir ein Fernsehteam der ARD in Heilbronn, die eine Reportage drehen, beginnend mit der ersten Schulung unserer Händler, denen der Shop erklärt wird, wie sie es Fotografien lernen, bis zum Schluss einem bestehenden Online-Shop mit entsprechenden Reportagen aus den Geschäften, Interviews mit den Betreibenden. Das soll irgendwann mal tatsächlich in Panorama laufen, zur Primetime. Also das Thema scheint die Menschen zu beschäftigen, es scheint ein Thema für die Medien zu sein. Und es macht uns Mut, dass diese Entscheidung, die wir getroffen haben, jetzt die richtige ist. Jetzt kommen wir zum Marketing. Handel verkauft online. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht den Leuten das Gefühl geben, kauf bitte nur noch online. Nein, wir wollten es eigentlich so umdrehen, dass wir gesagt haben, welche Argumente habe ich denn online zu bestellen, wenn ich gerade nicht in die Stadt will? Hundewetter-Shopping. Das heißt, wenn Hundewetter ist, ganz bequem von zu Hause aus zu bestellen. Ungeschminkt shoppen. Meine Frau geht nicht aus dem Haus, nicht mal zum Zigaretten holen früher, wo sie noch geraucht hat, ohne sich zu schminken. Ist so. Hast schon gehört, Heilbronn für Online-Shopper, das heißt auch die ältere Generation, die hier jetzt auf der Großfläche zu sehen ist, die wollen wir mitnehmen, weil es dieses Argument eben gibt. Sie werden in Heilbronn mit einem sehr großen Marketing-Etat Großflächen sehen, Zeitungsanzeigen sehen, Sie werden Radiowerbung hören, wir werden eigene Tüten haben, es gibt diese Postkarten, die überall ausliegen, es gibt entsprechende andere Werbemedien, die wir nutzen werden, Flyer und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden das sehr konsequent vermarkten, um erstmal die Aufmerksamkeit zu erreichen und auch die Lust zu erzeugen, ins Netz zu gehen und sich das anzuschauen. Die monatlichen Kosten für die Teilnehmer, wir sind hier ganz transparent, sehen wie folgt aus. Je nach Umsatz 90, 140 oder 190 Euro sind monatliche Gebühr. Das ist für manche im ersten Moment viel, was mich erstaunt hat, aber das war so.
Für andere erscheint es extrem günstig. Und wenn wir mal ganz realistisch sind, ich habe die Kalkulation meines eigenen Online-Shops, den ich ans Netz gebracht habe, der hat uns 80.000 Euro gekostet für einen Einzelhändler. Das ist eine andere Hausnummer als hier für 90, 140 oder 90 Euro diesen Marktdruck zu bekommen, der durch so ein Portal entsprechend entsteht. Es ist ein Festpreis für 36 Monate. Der Herr Heimbold, der träumt von uns wahrscheinlich nachts schon, den haben wir gegängelt, wo es ging. Der muss ständig sich wieder irgendwelche Änderungswünsche von uns anhören, aber er ist hochflexibel und unterstützt uns und deswegen sind wir sehr, sehr positiv gestimmt, dass es auch eine richtig gute Geschichte wird. Wir haben im Moment 25 Händler dabei. Das ist ein Zwischenstand, das werden mehr werden, deutlich mehr werden, weil wir im Moment nur die Händler reingenommen haben, die die Mindestanzahl von Produkten garantieren können und die die Anbindung haben an ein Warenwirtschaftssystem, damit die Schnittstellen funktionieren und die Artikel auch entsprechend gelistet sind und drin sind. Wir werden diesen Shop öffnen für Dienstleister. Das heißt, ich kann beim Friseur über ein Terminbuchungssystem genauso meinen Friseurtermin ausmachen, wie mir vom Friseur mein spezielles Shampoo oder mein Haargel zu bestellen. Wir werden ein Versicherungsbüro drauf haben, das bestimmte Dienstleistungen anbietet, die den Kontakt eröffnen, wenn ich in der Richtung was brauche. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Optionen und werden das Ganze Anfang Mai dann offiziell auch mit der entsprechenden Marketingkampagne starten. Hier steht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, hört sich an wie Schluss, noch nicht ganz, weil wir gehen einmal noch kurz zurück und jetzt hätte ich die Bitte an die Kollegen da hinten, die da technisch so toll drauf sind, einmal auf den Hyperlink zu klicken, dann können wir nämlich tatsächlich jetzt einmal live rein. Das ist jetzt der Status heute, so sieht die Seite aktuell aus. Sie sehen die Händler. Das ist jetzt einem Zufall geschuldet, dass ich jetzt da oben zweimal zu sehen bin mit den beiden Filialen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir durch unseren bestehenden Online-Shop am schnellsten die Produkte transferieren können. Da stehen im Moment jetzt nur 1644 und 967 drin. Das werden in beiden Häusern rund 5000 Artikel sein, die am Schluss drin stehen. Und damit habe ich wirklich ein komplettes Sortimentsbild. Und da gibt es auch nichts, was dann entsprechend nicht an Bedarf abgedeckt werden könnte. Gehen wir mal auf irgendeinen Händler rein. Vielleicht nehmen wir hier unten den Herrn Joachim, der so nett zwischen seinem Tee steht. Der ist nämlich auch hier. Dann nicht. Jawohl, der war es, genau. So, also ich habe dieses Bild gesehen, das hat eine Fotografin, die für uns unterwegs ist, hat das gemacht. Und dann habe ich als erstes gesagt, das ist ein richtig tolles Bild. Und zwar nicht nur deswegen, weil da ein Einzelhändler mit seinen Produkten zu sehen ist, sondern der verkörpert eigentlich genau das, was er tatsächlich tut auf diesem Bild. Der lebt für dieses Produkt. Das ist ein Fachmann, der kennt sich aus, der kann Ihnen über jede Teesorte was erzählen, der weiß, wo die angebaut ist, wie sie schmeckt, wie lange man sie brühen muss. Das kriegen Sie online nicht. Er hat seine Produkte auf der Seite, wenn wir weiter nach unten gehen, können wir jetzt in seine Teesorten reinschauen, die man dann eben sich nach Hause liefern lassen kann oder man holt sie dort ab. Es gibt auch die Möglichkeit, Click and Collect zu machen, das heißt, Sie reservieren sich das Produkt, hinterlegen es in der Filiale, liegt für Sie verpackt bereits bereit, geht nur noch an die Kasse und Sie können es mitnehmen. Wenn wir jetzt in ein Produkt reingehen, nehmen wir gerade den Sandorn Ingwer Tee, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, das in den Warenkorb zu legen oder es dann auch entsprechend zu reservieren. Lieferung heute zwischen 18 und 21 Uhr für nur 5,95 Euro. Das ist, Achtung, ein Platzhalter. Jeder Händler bestimmt selbst, zu welchen Versandkosten er die Produkte verschickt. Wir haben uns für unser Haus entschieden, dass wir den Versand ab 20 Euro Bestellwert grundsätzlich kostenlos machen. Wir wollen ein weiteres Argument haben, wo wir besser sind, wo wir sagen, das ist das Thema Kundenservice, das ist das Thema, wo wir uns absetzen können. Das ist aber eine Entscheidung, die muss jeder für sich selbst treffen. Das ist die Kalkulation des jeweiligen Händlers. Ich nehme an, dass der Tee nachher nicht 5,95 im Versand kosten wird oder es eine andere Mindestbestellmenge gibt, weil sonst wäre er teurer wie der Tee. Aber deswegen bitte aufpassen, Platzhalter, sonst wäre das jetzt hier nur zunächst mal eine Verfälschung des Ganzen. Gehen wir auf den Warenkorb drauf, gehen wir auf den Kassenvorgang, auf
für den Kassiervorgang. Dann haben wir die Maske und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, einen Gutscheincode einzulösen. Und alle Produkte von TX Rentner werden heute zwischen 18 und 29 Uhr geliefert. Einmal die Menge definieren, dann zur Kasse gehen und das Produkt ist zu Hause. Ich hoffe, Sie können mit dem, was ich Ihnen jetzt vorgetragen habe, ein bisschen nachvollziehen, warum ich jetzt nicht zu den Pessimisten gehöre, die sich vor den bösen Onlinehandel stellen und sagen, der macht uns alle kaputt, sondern zu den Optimisten, die der festen Überzeugung sind, dass wir eine riesen Chance haben mit dem Online-Geschäft, wenn wir es richtig nutzen. Und eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe zwei Berichte gelesen in Online-Medien. Da ist Amazon auf ein unglaubliches Konzept gestoßen. Die hatten eine Idee, die hat es noch nie gegeben. Die haben gesagt, wir machen Ladengeschäfte auf. Wir nehmen unsere Produkte und stellen die in ein Regal. Das ist unfassbar. Also ich dachte, das ist ja genial. Wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Jetzt ist die Frage, warum? Warum machen die das? Weil sie genau wissen, dass eine Stadt zukünftig ohne einen funktionierenden Handel gar nicht mehr existenzfähig ist. Stellen Sie sich mal Innenstädte vor ohne Handel. Die können Sie nachts abschließen. Und wenn wir das historisch betrachten, dann besteht eine Stadt im Kern eigentlich immer aus Kirche, Marktplatz und Rathaus. Die Kirche und das Rathaus, die haben wir. Wenn wir keinen Handel mehr haben, haben wir tote Innenstädte. Warum gehen die wieder in die Innenstadt? Weil sie wissen, dass Handel A sexy ist, B unumgehbar und C Rendite bringt. Die wollen ihre Produkte selber wieder stationär verkaufen. Wir können das schon und ich glaube, wir können das besser als die. Die haben es nämlich nicht gelernt, die können was anderes von Haus aus. Und deswegen ist unsere Stärke, uns hier entsprechend zu positionieren und wir öffnen uns in das andere Feld. Das heißt, der Weg ist genau umgekehrt und die Stärken, die wir da mitbringen, die wollen wir ins Schaufenster stellen. Und wenn Sie dann ab Mai, wenn es mal drauf ist, auf die Seite klicken, dann hoffen wir, dass wir Sie dafür begeistern können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank.